Ja, hier sind Miele Einbaugeräte drin, eine Firma, die jede Frau natürlich mit einer Gänsehaut überziehen wird, ja, wenn das Thema Miele auch schon nur erwähnt wird, ja, höchste Qualität. Wir sind bei der Firma Saarküchen in Ensdorf und diese Küche hier, die ist nagelneu hier eingebaut. Und auch diese Accessoires mit diesen wunderschönen Äpfelchen in Weiß, die hier jetzt so drin sind, da fragt man sich doch immer, wer kommt denn auf solche Gedanken? Aber man kann hier natürlich auch mal sehen, wie die perfekte Familie die perfekte Küche hier darstellen kann. Da aber nicht alles so immer so perfekt ist, müssen diese Küchen auch angepasst werden, ja? Da haben wir zwei absolute Spezialisten, einmal die Ilka, guten Tag. Hallo. Genau, und einmal den Dave Teschulat, hallo. Hallo. Genau, du hast die ersten Videos heute. Jawohl, ganz genau. Du machst es aber voll wie ein Profi und du kannst Sachen unglaublich blumig und schön beschreiben, das haben wir schon gemerkt. Was ist das für eine Küche? Genau, also hier haben wir jetzt eine schwarze Acrylglasfront. Teilweise bei den Hochschränken haben wir ein Modell mit einem Spachtelbeton-Look in der Farbe Opalgrau. Und ja, ganz genau. Verschiedene Modelle an Auszügen, die wir hier mit integriert haben. Ja. Super, ein Spachtelbeton-Look. Also ich dachte ja schon, es gäbe alles, aber jetzt gibt es sogar einen Spachtelbeton-Look und der kommt wahrscheinlich so ab Werk, oder? Ganz genau, den gibt es dann wahlweise in drei verschiedenen Farben: Opalgrau, Perlgrau oder in einem Graphitton. Genau, sieht ziemlich echt aus, muss man schon sagen. Ja, jetzt sind hier, ich habe es eben so betont in der Eingangsmoderation, hier sind Miele-Endgeräte drin und Miele ist wirklich dafür bekannt, dass sie die Geräte made in Germany sind und die auch hier getestet werden, sogar bevor sie rausgehen. Also die Qualität, man kriegt die Dinger eigentlich gar nicht kaputt, oder? Nicht wirklich. Miele ist schon sehr robust. Es sind tolle Geräte, die zu 100-fach getestet werden in Versuchsküchen, was auch immer. Und die bieten schon einiges. Genau, Das nicht Haus umsonst wurde ist. Herz höher schlagen. Genau, nämlich weltweit sogar made in Germany, was übrigens jetzt so ganz toll reflektiert. Das ist übrigens kein Spiegel, sondern es ist Das eine ist Glas. hochverspiegelte Glasfläche in Schwarz, die automatisch die Kamera, die macht daraus nämlich, wenn ich näher rankomme, so ein fast ein Spiegel, da kann man euch sehen. Jetzt frage ich mich natürlich, ist das nicht schwer zu reinigen? Nee, gerade weil das so eine ultraglatte Oberfläche ist, lässt sich extrem leicht reinigen. Ist das ein Thema zum Beispiel, dass man sagt, grifflose Fronten, weil das kann man schön abputzen? Durchaus natürlich. Man muss aber nicht zwangsläufig eine grifflose Front nehmen. Es gibt verschiedene Griffmodelle, die dann auch entsprechend tief sind, dass man dort auch entsprechend den Reinigungsaspekt hat, dass sie sich gut reinigen lassen. Ist auch hier gemacht. Das Ganze sieht fast aus wie ein Display vom iPhone, ja, wo ich immer Angst kriege, irgendwelche Abdrücke. Aber es ist wirklich leicht zu reinigen. Ja, dieser Griff hier, das ist Edelstahl gebürstet oder Das ist Alu? Edelstahl gebürstet und der ist mit so einer No-Touch-Oberfläche versehen. Eine was? No, ja, es ist mal wieder dieses Englische. Denglisch, ja. Also Anti-Finger-Abdruck-Oberfläche, würde ich jetzt dann so sagen. Genau, Das du hast heißt, ja ziemlich fettige Finger immer, genau, wenn du jetzt mal feste ich habe jetzt draufdrückst. frisch eingecremte Finger, nicht fettig, bitte. Das meinte ich ja, so. Und die sind, also ja, Passiert da nichts. passiert nichts, sieht man nichts. Genau. Das ist halt das Schöne an den So, jetzt, das sieht so aus, als wäre es gar nicht dazu, aber was ist das denn hier? Das ist ein kleiner Biomülleimer. Da kann man, wenn man am Arbeiten ist, direkt alles von der Arbeitsplatte hier runter ins Eimerchen machen. Wenn man dann vorher noch einen Beutel reinmacht, ist es noch umso leichter, dann sauber zu halten. Der hängt da drin, oder? Ja, der hängt da drin. Das geht bei den Aufmachen mal. Fronten, geht Mach das? So, da kann man den nee, nee, Deckel. unten, dass man sieht, wie der da drin Der hängt. hängt hier einfach so ich habe es jetzt auf zwei Jetzt gehängt. haben wir gerade unten drunter, wie der da hinhängt. So. Nee, etwas schräg, dass man mal So. genau die Ja, Nase sieht, die so da hängt er reinkommt, rein. da rein. Einfach so rein kann man, sofern es die Griffbreite zulässt, in fast jede Tür einhängen. Okay, das heißt, wenn ich hierher komme, da lerne ich immer schön was. Die Oberschränke, wie ist das gelöst diesmal hier? Ich habe mal Faltlift-Türenmodelle gewählt, die entsprechend öffnen und auch nochmal schließen. Natürlich alles gedämpft bei uns im Hause. Ja, logisch. Also das ist ja klar gedämpft. Oder Bei gibt uns? es noch uns es gibt noch ungedämpfte? Ja, natürlich. Echt? Ja, bei anderen Herstellern oder bei anderen Möbelhäusern, nicht bei uns. Aber nicht in Europa, oder? Und doch, auch hier im Saarland. Alle. Ja. So, wir kommen mal wieder auf die Spüle. Also hier haben wir ein ganz tolles Abtropfgitter. Ist das extra oder war das hier dabei? Das ist bei der Spüle dabei. Das ist so eine Besonderheit, weil die Spüle keinen so einen riesengroßen Abtropf hat, lässt sich das hier variieren. Zum einen kann ich das ganz toll nehmen als Topfuntersetzer, weil es hat hier diese Kunststofffüßchen.
dann kommt an die Arbeitsplatte nichts dran, verkratzt auch nichts. Und dann kann es einmal hier auflegen als Abtropf, kann es rüberschieben, kann auch hier, ich mache es jetzt mal mit der Tasse, einen Topf drunter stellen und vielleicht irgendwas einfüllen zum Beispiel. Man könnte die Nudeln, Obst, die heiß sind, abgießen, ja, da, und genau, das erstmal da abstellen. Genau, Obst drauflegen, ein bisschen abtropfen lassen. Also gibt viele Varianten, wo ich das Gitterchen einsetzen kann. Ist eine schöne Sache und erweitert halt den Arbeitsplatz nochmal komplett. Ja, das Thema auch Lösungen natürlich für kleine Räume. Wenn du da mal unten drunter rausziehst, da ist wahrscheinlich ein Mülltrennungssystem drin. Ja. Das ist jetzt riesengroß. So ein großes habe ich auch noch nie gesehen. Also das ist echt groß, oder? Ja. Dave? Ja, das gibt es auch nochmal in verschiedenen Ausführungsvarianten. Jetzt hat man hier zwei große Kammernsysteme gewählt. Genau, das ist je nach Geschmack. Man kann aber da auch, es gibt da sogar ganze Kataloge, was man alles einbauen kann, gell? Richtig, genau, das ist möglich. Also je nach Frontmodell. Ja. Krass, die Ilka. Komm noch mal hin. Ja. Genau, ich zeige mal gerade was ganz Tolles. Dann machen wir hier die Abmoderation. Also es geht ja auch um Design, um Schönheit. Hier vorne kann ich hin und her schieben, ist das? Ganz genau. Also hier haben wir verschiedene Möglichkeiten mit der Front, um entsprechend zu spielen. Und das habe ich auch noch nie gesehen. Also das ist auch hier, diese Türen sind nochmal vom Schienenführungssystem her gedämpft, sodass auch dort nichts aneinander knallt, wenn Kinder entsprechend mit dem Haushalt sind oder man etwas unvorsichtiger ist. Genau, die Fronten gibt es wahrscheinlich in allen Farben der Welt. Ja, die gibt es dann in Rot, in Blau, in Grün, hier diesmal schwarz. Oder ist es schwarz? Ja, hier in dem Modell ist es als Beispiel schwarz gehalten. Gibt es in verschiedenen Farbtöne. Also leider ist nicht zwangsläufig jeder Farbton möglich, aber man hat hier schon eine breit gefächerte Auswahl. Sollte so, für jeden was dabei sein. Kommt mal mit, ich zeige noch mal ganz kurz was. Als ich das erste Mal hier war, ja, dann hat die gesagt, willst du einen Sprudel? Und da habe ich gesagt, ja, hätte ich gerne. Und dann habt ihr mir ein Gerät gezeigt, was mich bis heute noch geflasht hat. Ja? Was ist das für ein Gerät? Wir haben hier eine Kroarmatur bei uns im Studio mit verbaut, in der wir ein gefiltertes Wasser bzw. ein Wasser mit Kohlensäure versetzt anbieten können. Und dazu gibt es dann wahlweise auch noch einen Kühltank, der es entsprechend temperiert, wenn man das möchte. Genau, sieht nämlich aus wie ein normaler Wasserhahn, hat aber schon LEDs mit drin. Also das fällt schon mal auf, wenn du mal vielleicht mal ein Glas nimmst. Genau, richtig. Meine Kollegin ist gerade so freundlich. Wir haben einmal die gefilterte Variante, alternativ eine Stufe weiter, geht gleich dann die Kohlensäurekartusche an und dann kommt auch entsprechend Sprudel raus. Ja. Genau. So, und das heißt, auch immer noch einen entsprechenden Nachlauf. Das ist klar, das hat man beim Griff nach einer kurzer Zeit. Der Hersteller ist Grohe? Ganz genau, Friedrich Grohe in dem Fall. Genau, Friedrich Grohe. Und zeig mal gerade, wie das unten drunter aussieht, bitte. Ganz genau. Wir öffnen im Prinzip einmal die Tür. Hier haben wir einmal die Kühleinheit, die Kartusche für die Kohlensäure. Die gibt es in handelsüblichen verschiedenen Größen, wie man das eben haben möchte. Es gibt sogar einen Service, der bringt einem die vorbei, tauscht die aus. Die große kostet, glaube ich, so 25 Euro, hält ewig. Ganz die große hält echt lange. Ja, rundum Sorglos-Paket, was man hier bekommt. Also wir können mit einer solch größeren Kartusche ohne Probleme mehrere Monate überbrücken und unsere Kundschaft mit gutem, qualitativem saarländischen Wasser versorgen. Ich habe nämlich gehört, dass das Thema Wasser gehört zu den besten Lebensmitteln der Welt. Ja, die meisten schleppen Sprudel und haben eigentlich tolles Wasser direkt im Hahn. Durch die Filtration werden auch Geschmacksstoffe, es schmeckt einfach toll, oder? Richtig, ganz genau. Es ist ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Ilka, ja, wieso hast du nicht so ein Ding schon? Das ist die falsche Frage. Okay, alles klar. Super. Das heißt eigentlich, wenn man eine neue Küche kriegt, kann man sich ruhig sowas mal leisten, oder wenn es im Budget drin ist? Wenn es im Budget drin ist, das ist immer das A und O. Ja, kostet wie viel ungefähr? Ich frage mal den Dave. Die Armatur kostet ab 700 Euro aufwärts. Das Kühlsystem geht nochmal separat was dazu. Okay, das heißt, wenn ich nur Sprudel will, ungekühlt, dann geht es schon günstig los. Ganz genau, richtig. So, dann bleibt man da stehen. Anmoderation, zwei absolute Top-Verkäufer, die für Sie da sind. Wie läuft das hier ab? Ich komme hier rein, ich rufe am besten kurz vorher an. Das wäre sinnvoll, damit wir nicht gerade im Kundengespräch sind und man kommt halt, und muss unverrichteter Dinge wieder gehen. Das passiert das schon mal. Gerade Samstags, ihr habt ja mittlerweile viel zu tun, unsere Werbung scheint zu wirken. Ja, die wirkt gut. Okay. Es gibt Tage, da ist etwas weniger los. Sag mal ein, zwei Tage bitte, Dave. Der Montag ist besonders ruhig.
Genau, richtig, ganz genau. Ist auch nachvollziehbar. Also wenn ich die komplette Woche irgendwie Hektik hatte, irgendwas. Also Montag ist ein guter Tag, wo ich sag mal, man gut beraten kann. Ja, prinzipiell ja. Es lohnt sich immer reinzukommen, vorbeizuschauen. Sollten wir dennoch mal, wie die Kollegin es erwähnt hat, im Termin sein, ist es so, werden Sie von uns am Empfang vom Herrn Kloster begrüßt und der kann gegebenenfalls natürlich auch noch meinen separaten Termin mit Ihnen abstimmen. Ja, aber einmal rumgehen und so, einfach mal gucken, das geht jederzeit. Ganz genau, das steht außer Frage. Jederzeit, montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr oder samstags von 10 bis 16 Uhr. Super, vielen Dank Ilka, danke Dave für die nette Einführung bei der Firma Saarküchen in Ensdorf. Euch gibt es auch noch in Heimbach in der Nähe von Birkenfeld. Wenn auch Sie eine neue Küche kaufen wollen, vertrauen Sie sich doch dem Dave an oder der Ilka oder zum Beispiel auch dem Chef, wie heißt der? Das ist der Christoph Saar. Den Christoph Saar, der arbeitet nämlich auch ab und zu mal hier. Ja, der pendelt immer von A nach B, muss man sagen. Genau. War Spaß. Danke, tschüss.